Einen wunderschönen, ja, Samstag leider wünsche ich euch und willkommen zu den DPL News. Viel zu spät. Warum? Erstmal, die Kämpfe sind jetzt erst fertig. Der letzte Kampf wurde am Freitag hochgeladen. Am fucking Freitag. Ich meine, what the fuck? Das ist sehr uncool, deswegen kommen die auch erst heute und ich wollte auch nicht spoilern und ich wollte die auch nicht weglassen, die Kämpfe. Deswegen, ja. Ich habe auch mir heute einen Gast eingeladen. Falls ihr jetzt denkt, Bazi, der wird doch nur wieder Leute fertig machen und was soll das? Was soll der Scheiß? Es ist witzig, okay? Nehmt das nicht so ernst. Bazi ist ein fetter Typ, ja? Von dem kann man gar nichts ernst nehmen, ja? Wissen wir alle. Und deswegen, ja, ist einfach so. Nehmt das nicht so ernst, was Bazi dann sagen wird. Und ich wünsche euch viel Spaß beim DPL News und, ja, fangen wir an mit den Buy-ins. Und es sind eine verdammte Menge an Buy-ins. Ja, ich frag mich, wie Droix und ich die Buy-ins überhaupt. Egal, ich glaube, wir haben ein 40-Minuten-Video gemacht. Könnt ihr euch angucken, ich war bei Droix beim Buy-in-Video. Haben 40 Minuten lang über die Buy-ins gelabert. War ziemlich witzig, fand ich. Ja, Buy-ins, Linux kauft sich ein Imperator, Zack kauft sich ein Evoli, ich kaufe mir ein Hydreigil, Kami kauft sich ein Lucario, Quinch kauft sich Nidoking. Zoxynt kauft sich Amphibiffle, Sensui kauft sich Turbots, Eve kauft sich ein Dragoran, Nexus kauft sich ein Lucklis, Nympha kauft sich Hooper Unbound und Nero kauft sich ebenfalls ein Evoli. Evoli Beste. Wup, wup. So, der Spieltag ist gestartet mit Nero gegen Zack und Evoli Power. Wuhu. Ja, die beiden haben sich aus Jux ein Evoli gekauft. Fand ich ganz witzig. Ich glaube, ja, Nero, ich glaube, die beiden haben ein defensives Evoli gespielt. Und fand ich ziemlich cool. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Und dann hat im Endeffekt Zack 3-0 gewonnen. Ja, kann man, ja. Ist ganz witzig gewesen mit den Evolis. Sonst war es auch ein ganz guter Kampf. Ja, kommen wir mal zum nächsten. Und der wurde ausgetragen zwischen Eve und Linux. Und ja, Eve gegen Linux war, ich denke mal, ein sehr ansehnlicher Kampf, weil man gut den Gameplan sich angucken konnte von dem Lean Linux. Denn er hat auf einen Fueligator Sweep hinausgespielt und hat es dann geschafft, sich zu setupen und hat dann das Spiel 4 zu 0 gewonnen. Waren schöne Predicts dabei, waren noch ein paar Plays, die ich einfach nicht verstehen kann, nicht will. Aber im Endeffekt hat es ja funktioniert. Dragon Dance. Fueligator hat geregelt, ich hätte SD besser gefunden, also Sword Stance. Aber ja, ist Geschmackssache und das war Linux gegen Eve. So, kommen wir zu Nexus gegen den lieben Richard, aka Captain Quinch. Und erstmal, die Spitznamen von Nexus waren sehr, sehr kreativ und vielseitig, aber ich fand sie trotzdem cool, nämlich Hashtag Knusperparty. Nee, alle Pokémon hießen Knusperparty. Finde ich einen echt coolen Spitznamen. Nee, ist ein cooler Spitzname. Und ja, war für mich ein stolliger Kampf. Zwischenzeitlich, weil einfach Richard mit Quagsire und Cresselia rumgeekelt hat. Eklige Pokémon, die sind echt widerlich. Und ja, Choice Band Azumarill hat dann Richard den Sieg gebracht mit 1 zu 0. Hat er gewonnen. Und das war echt guter Damage, den das Azumarill gemacht hat. Mit Knockoff, mit Wasserdüse, mit Knuddler und mit der Kaskade war auf jeden Fall solide. So, Match Nummer 4 war zwischen Pokémon Joel TV und Kami Carpels. Ja, die beiden hatten ein Match, wo ich mir so dachte, okay, ja. Nein. Und zwar war Daniel mit dem Movepool von Latias total überfordert, hat gleich erstmal zwei Pokémon dran verloren, in Anführungszeichen. Und davon hat sich Daniel einfach nicht mehr erholt. Ich meine, es waren mit die wichtigsten Pokémon aus dem Core und die zu verlieren ist halt ekelhaft. Dementsprechend hat Daniel dann auch verloren mit 2 zu 0. Ich meine, okay, dass Latias Erdbeben kann und Eisstrahl sollte bekannt sein. Und ja, sollte man sich besser irgendwie darauf vorbereiten. Aber gut, man kann nicht alles machen. Und Daniel war ja auch krank. Deswegen kann man das wohl nachvollziehen, dass Daniel hier verloren hat. So, Silver gegen Sensui. Und das war so ein Match, wo man eigentlich im Vorhinein sehen kann ungefähr, wer gewinnt meiner Meinung nach. Denn Sensui hatte ja klar das bessere Matchup. Hatte auch, ja, ich will nicht sagen, die
Anführungszeichen besseren Pokémon. Aber für mich wirkte das einfach so, dass das Team von Sensui eindeutig besser auf den Gegner abgestimmt war und besser funktioniert hat. Er hatte noch einen Lucky Predict mit der HP Kampf, aber das ist ja egal. Er hätte auch so gewonnen. Es hat also nicht gemattert und Sensui hat meiner Meinung nach gut predicted und Silver hatte quasi keine Antworten auf die Plays von Sensui und dementsprechend hat er verdient, meiner Meinung nach 5:0 verloren. So, kommen wir zum ersten Top-Match in Anführungszeichen des Tages und zwar Bene gegen Ninfa, das ist der erste gegen vierte gewesen, glaube ich. Und ja, es lief eigentlich ziemlich gut für Ninfa. Ich meine, erste Runde gleich ein Kill, auf Vulpea, lief ziemlich gut. Hat sich Bene ein bisschen verkalkt für Tappens, aber ja. Und dann lief es allerdings nicht mehr so gut für den lieben Ninfa, denn er hatte herbe Probleme gegen den Volt-Turn-Core aus Victini und Mega Ampharos. Dazu kam das Keldeo und das Drapion, welches einfach super guten Job gemacht haben. Drapion hat die ganzen Psychoattacken abgefangen und Keldeo hat mit Hydro-Pumpe guten Damage gemacht. Ja. Lief für Ninfa nicht ganz so gut im Endeffekt. Und dann haben wir am Ende auch mal nicht mehr die Plays gestimmt. Und dementsprechend hat er 3:0 verloren. So, mein Kampf. Ja, mein Kampf. Witzig. Heute haben alle gelacht. Wow. Ja, der Kampf gegen Vincent war ein bisschen, ich will nicht sagen, glücklich für mich aus. War jetzt nicht ein bisschen glücklich für mich, aber doch schon eigentlich, ja. Denn ich hatte ein bisschen Luck bei ein, zwei Predicts. Ja, ich habe fairerweise die Kehrtwende vergessen auf dem. Also ich habe gedacht, dass das Ding die nicht kann. Und ich habe nicht nachgeguckt, beziehungsweise ich habe das einfach komplett ausgeblendet. Der Predict auf Suicune war riskant, hat aber funktioniert, war ich sehr glücklich drüber. Hätte im Endeffekt nicht so hart gemeldet, aber egal. Im Endeffekt habe ich dann 4:0 gewonnen und ich denke, das war auch okay, das Ergebnis. Ich meine, ich habe zwar riskant gespielt, habe auch einmal ein bisschen Luck gehabt, aber ja, der Entei-Switch hat halt gefehlt und ja, dann kann man halt auch mal 4:0 verlieren. Und ja, jetzt kommt die Tabelle und Guys, ja, wir begrüßen jetzt den einzig wahren, den perfektesten Bazi, den es jemals geben und gibt und gegeben wird, wie auch immer, deutsch Beste. Ja. Viel Spaß mit der Tabelle und bitte, Guys, ich hab's im Intro schon gesagt, ist das nur Spaß, ja. Bitte nimmt das nicht zu ernst. Und danke. So, der gute Lauris hat mir die große Ehre zugewiesen, die Tabelle ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, der DPL. Und ich natürlich als alter GPL-Veteran und als absoluter DPL-Bekenner werde ich jetzt mal die Tabelle ein bisschen durchgehen und wir sehen auf Platz 1, da ist immer noch der Bene mit einer Niederlage und 9 Siegen. Auch von der Differenz ein ziemlich großer Abstand. Wäre cool, wenn der mal vielleicht verlieren würde, damit es wenigstens ein bisschen spannend wird, weil ein bisschen Spannung würde ich da echt gerne noch sehen. Auf Platz 2 hätten wir dann Verfolger Nummer 1 mit 25 Differenz, weil, und halt 8 Punkten, sieht man ja. Der Sensory, streng dich an. Mach mal dem da oben ein bisschen Konkurrenz. Auf dem dritten Platz hätten wir dann die unwichtige Person, auf dessen Kanal wir gerade sind. Und zwar der gute Lauris. Ähnlich wie Sensory, lediglich mit 2 Differenzpunkten weniger. Ich habe lange gebraucht, bis ich das mit der Differenz gerafft habe. Liegt vielleicht auch einfach drum, weil ich doof bin. Naja. Auf Platz 4 hätten wir dann Captain Cringe. Der Mann, der von sich selbst sagt, er hätte das perfekte Team, das nicht verlieren kann. 7 Punkte. Er hat 3-mal verloren. Hat ja nicht so ganz gut geklappt, Mr. Hex, ja. Hat auch eine 13er Differenz. Da muss er sich noch ein bisschen mehr anstrengen. Der Typ, der ja auch gerne mal 6-0 gewinnt. Wobei ich mich immer noch frage, wie man in so einem Turnier 6-0 gewinnen oder verlieren kann. Habe ich nie geschafft und werde ich wahrscheinlich auch nie schaffen. Wenn man sich vorbereitet, verliert man nicht 6-0. Auf Platz 5 Zoxent mit 6 Punkten. Der hat schon 4-mal verloren. Vielleicht soll ich Zoxent mal bei den Spitznamen helfen. Das könnte natürlich ein bisschen helfen. Aber ich meine, hey,
Vielleicht haben die ersten vier auch einfach Zoxhand immer nach den Teams der Gegner gefragt. Der kennt sich da ja aus. Auf Platz Nummer 6 hätten wir dann Ninfa, ebenfalls mit 6 Punkten und einer Differenz von 4. Zoxhand hatte ja 10, also noch da ein Stückchen dran. Kann der Ninfa auf jeden Fall noch am nächsten Spieltag ein bisschen ausgleichen. Auf Platz 7, übrigens, Zoxhand ist aufgestiegen, also vom Platz her einen noch aufgestiegen und der Ninfa ist noch einen runtergegangen. Als nächstes hätten wir dann auch den Zack oder Zack. Den Zack auf Platz 7 mit 5 Siegen und 5 Niederlagen und einer Differenz von 1, der auch um einen Platz nach oben gerutscht ist, während PTTV einen Platz nach unten gerutscht ist. Der hat, glaube ich, verloren, oder? Ich habe die Ergebnisse gerade nicht im Kopf, tut mir leid. Jedenfalls, der ist mit einer genauen Differenz von 0 auf Platz Nummer 8. Hat ja auch zum Beispiel Timo geschafft, genau eine Differenz von 0 zu haben. Als nächstes hätten wir dann Nero 8001. Oder 8001, 801, 11 mal 800. Oder wie ging nochmal die Telefonnummer, die damals im Sport 1? Egal, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Der hatte 6 Niederlagen und halt, ja, dadurch 4 Siege. Ist damit noch auf Platz 9, der einzige mit 4 Punkten. Und einer Differenz von minus 8. The Nexus ist dann auf Platz 10, der ja, glaube ich, für Zoxhand reingekommen ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und Nero, war das schon von Anfang an dabei? Wenn ja, tut's mir leid. Aber der Nexus ist ja, so viel ich weiß, für Zoxhand reingekommen. Hey, Barzi, was war das eigentlich für eine Scheiße, ja? Nexus ist für Zaratox reingekommen, nicht für Vincent. Ich meine, Vincent, hast du gerade noch... Über den hast du gerade noch geredet, ja? Zaratox. Danke, jetzt mach weiter, bitte. Momentan noch mit 3 Punkten und einer Differenz von minus 13. Auf Platz Nummer 11 hätten wir dann Eve mit ebenfalls 3 Punkten, allerdings eine Differenz von minus 24. Eve, da muss mehr gehen. Zack, zack, mach mich stolz. Und es freut mich jetzt zu sagen. Auf Platz Nummer 12 hätten wir den Silva mit einer Differenz von minus 18 und 2 Punkten. 2 Siege hat er es eingefahren. Mal gucken, wie lange es dauert, bis er wieder alles zerreißt, wie wir es von ihm gewohnt sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ob das passieren wird. Ja, ich bin wirklich gespannt. Könnt ihr drauf wetten hier? Ja, 2 Punkte, wie gesagt. Einen gegen den ich gleich noch erwähnen werde. Und den anderen war ein freier Sieg. Da ist definitiv noch sehr viel Luft nach oben. Auf Platz 13 hätten wir dann den Linus, den Einsteiger für Mister. Ich trete aus der DPL aus, weil ich 6-0 verliere, aber ich würde es natürlich niemals sagen und deswegen, weil ich keinen Showdown auf meinem Kanal bringen will. Gebirges und der Linus steht momentan auf 2 Punkten, aber dem traue ich auf jeden Fall noch mehr zu. Ist ein sympathischer junger Mann, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Jetzt mache ich einfach mal Werbung in Laures Video, nice. Und zum Schluss auf dem letzten Platz der Kami Kapels mit ebenfalls 2 Punkten. Kamikapels, auch bekannt als Mister. Warum brauche ich Items auf meinen Pokémon? Ich meine, man kann auch mal ein Heliolisk und ein Togekiss ohne Items spielen. Ist natürlich sehr gut, wenn man den Abschlag vom Gegner predicted. Deswegen, wer weiß, vielleicht sehen wir noch so das ein oder andere ziemlich gute Play. Zum Beispiel ein Wahlband Schwertanz oder so. Ich traue ihm alles zu. Wie gesagt, mit 2 Punkten ebenfalls um minus 26. Also Schlusslicht könnte es noch ziemlich interessant werden. Ich bin gespannt, was sie da noch tut. Oben würde ich mir wünschen, dass der Full Life Games mal ein bisschen verliert. Bereitet euch doch mal richtig auf den vor. Wenn man sich richtig auf den Gegner vorbereitet, dann kann man da auch was reißen. Macht es den doch nicht so einfach. Nicht so wie letzte Season. Da hat es ja auch durchgerusht. Und jetzt, weil wenn man einfach mal guckt hier, Sensory und Laures und vielleicht noch Captain hat das beste Team. Ihr könnt noch ein bisschen was reißen. Macht es auch ein bisschen spannender. Also danke, Laures, dass ich die Tabelle machen durfte. Wer weiß, vielleicht darf ich die Tabelle am letzten Spieltag machen. Würde mich auch nochmal sehr freuen. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal. Tschüss. Danke, lieber Herr Barzi, für deine Beschreibung der Tabelle. Und jetzt kommen wir auch zu den Paarungen nächste Woche. Und ja, mal gucken, was ich da so für Meinungen habe. Und zwar fangen wir an mit natürlich mit Eve gegen Nero und in 2 Stunden. Ich will das Video um 10 Uhr online haben, also die DPL-News. Heißt, in 2 Stunden ist der Kampf online von Eve gegen Nero. Hey! Und ich denke, dass es da, ich weiß nicht, Tabelle sagt Nero, das ist da, glaube ich, ein Sieg mehr oder 2. Aber ich denke, dass da alles offen ist. Es sind beide so ja im Mittelfeld, Anführungszeichen. Vielleicht Eve ein bisschen mal da unten, aber ich denke, dass da beide gute Chancen haben zu gewinnen. So, Captain Cringe gegen Zack, der Typ, dessen Team das beste ist, das jemals gebaut wurde.
Wow, warum plappere ich eigentlich gerade Barzi nach? Egal. Ich denke, dass da auch beide eine Chance haben zu gewinnen. Der Richard wird sich natürlich super darauf vorbereiten. Wie immer. Mit seinem Best. Egal. Und Zack hat natürlich auch gute Chancen. Ich mag zwar Zacks Team nicht so sehr, aber das ist ja Geschmackssache. Und dementsprechend, ja, mal gucken. So, Linux gegen Kami Kapels. Was halte ich von dem Match? Schwierig. Ich denke, dass Linux der bessere Spieler ist, aber Kami hat gezeigt, ey, ich kann auch gewinnen mit irgendwas. Und deswegen gucken wir mal. Ich denke aber, dass Linux gewinnen wird. Das Witzige ist, ich weiß die Ergebnisse alle, das heißt, ich werde jetzt trotzdem meine Meinung dazu sagen. Ich weiß das Ergebnis zwar alle, aber trotzdem. So, Silver gegen den Nexus. Ich denke, dass Nexus gewinnen wird. Ich meine, er ist ein besserer Spieler. Er ist ein bisschen erfahrener als Silver. Okay, erfahrener nicht unbedingt in dem Format. Aber er ist ein besserer Spieler, finde ich. Hat auch nicht unbedingt ein besseres Team, aber es nimmt langsam Gestalt an und darüber freue ich mich. Weil Nexus irgendwann auch mein nächster Gegner sein wird. Und zwar nächste Woche in ganz genau 7 Tagen. Und mal gucken, wie Silver sich gegen Nexus schlagen wird. Ich denke aber, dass Nexus gewinnen wird. So, PTTV gegen Full Life Games. Okay, ich muss einfach sagen, Bene gewinnt das Haus hoch. Denke ich zumindest. Ich weiß es natürlich nicht, ob er es gewinnt oder nicht. Also ich weiß es schon, aber ich sag's euch nicht. Aber ich denke, er wird gewinnen. So, ich gegen Sensui wird auf jeden Fall ein spannendes Match, denke ich. Und Ninfa gegen Zoxcent. Ja, ist ein ziemlicher Rivalenkampf. Ich denke auch, dass Ninfa gewinnen wird irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ich mag nämlich Vincents Team nicht. Es ist auch wieder Geschmackssache. Das kann gut reinhauen. Es kann gut Damage machen. Aber ich bin halt, wie gesagt, nicht ein Freund davon. Aber ist ja, wie gesagt, Geschmackssache. Ich denke, dass Ninfa gewinnen wird. Aber sicher bin ich mir da auf jeden Fall nicht. Denn beide haben Chancen. Ich bin nur irgendwie der Meinung, dass Ninfas Team ganz gut gegen sein Team funktionieren könnte. So, das waren die... Ja, waren meine Predictions für heute. Und ja, kommen wir zum Hexkönig des Spieltages. Und ich weiß gar nicht, es gibt eigentlich keinen, ich habe mir alle Spiele angeguckt. Vielleicht Sensui, weil er einmal die Steinkante avoided hat. Aber sonst, ich sag mal Sensui, ich fand da, der Rest war alles relativ, ja, safe. Waren nicht so viele Hex dabei. Deswegen Sensui, viel Spaß mit dem Hexkönig-Titel der Woche. Und wir sehen uns dann bei den nächsten... Wir sehen uns dann vielleicht gleich wieder bei meinem DPL-Kampf. Der kommt um 17 Uhr gegen Sensui. Guckt auch bei den anderen vorbei. Wird auf jeden Fall ein spannender Spieltag und viel Spaß mit den Kämpfen. Tschüss, Leute.